Willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2 zusammen mit Captain. Und Casino, der da hinten irgendwo rumgammelt. Ja, ich bin ja wieder hinten dran. Also wir haben in der letzten Folge, was haben wir da eigentlich gemacht? Dinge. Wir haben Dinge. Tonnenweise Quests für Claptrap und sie Claptrap genau, zurückgebracht. Genau, die vier Quests haben wir abgegeben oder drei. Und Folgendes. Haben wir auch eine Folgequest bekommen. Ja, wir sollen den Skag töten. Man kann durch den Baum durch, man fällt durch den Baum einfach durch. wir sollen den Skag finden und töten, der bei Claptrap alles vollgepinkelt hat, das wir weggewischt haben. So, hier ja. Irgendwo soll der sein. Siehst du ihn? Noch tiefer oder so? Unter uns wahrscheinlich. Frage ist, stirbt man, wenn man hier runter geht? Hier ist eine unsichtbare Wand, hier kommt man gar nicht lang. Okay, hier müssen wir nicht lang. Oder über uns, unter uns, über uns, ich weiß es nicht. Also wenn man hier runter geht, stirbt man ja. Das haben wir rausgefunden. Ich finde rausgefunden. Die Spuren der Kreatur. Finde die Spuren der Kreatur. Ach, wir müssen nachts hier hin. Tagsüber sehen wir ja die Pisse von dem Typen gar nicht. Wittert denn nachts hier? Keine Ahnung, wo ist die Sonne? Ist überhaupt ein Tagesrhythmus? Ja, es gibt ja Tages- und Nachtrhythmus gibt's. Haben wir doch schon mehrfach mitbekommen. Nachts sieht man ja nichts. Ja, was machen wir jetzt? Sollen wir warten, bis es Nacht wird? Weil alle anderen Quests sind nicht mehr in diesem Gebiet. Oh, nicht schon wieder. Aber wir müssen den nicht. Wenn wir den nicht angreifen kommt, dann greift er uns auch nicht an. Ich glaube nicht, nee. Wir können gucken, ob das hier irgendwo weitergeht. Ja, da ist ja noch schwarz offen, ne? Wo? Hier, das Stück jetzt, wenn wir jetzt rechts gehen. Rechts gehen würden. Wo rechts? Ja, hier, da wo du stehst, ist schon richtig. Achso, ja, bei mir ist das aufgedeckt. Ja, wahrscheinlich, weil ich die Quest mal gemacht habe. Achso, wurscht. Also diese unsichtbare Mauer hier nervt. Beziehungsweise, warte mal. So, da wollen wir hin. Ja, ich finde die Spuren der Kreatur ist aber nicht da unten in dem Gebiet. Das ist hier. Das heißt, wir müssen echt warten, bis es Nacht ist jetzt. Sollen wir dann Cut setzen und warten, bis es Nacht wird? Ja, würde ich sagen. Weil es lohnt sich nicht, aus dem Gebiet hier rauszugehen. Weil wir haben sonst keine Quests mehr hier. Dann müssen wir den erstmal töten wieder dafür. Nee, Rakanov. Ja, nee, Rakanov hat damit ja nichts zu tun. Das war ja der Skag. Ja, irgendwelche Skags haben ja alles voll gepinkelt. Und wenn wir die Spuren der Kreatur suchen sollen, und ich gehe davon aus, dass die Spuren Pisse sind, dann finden wir die eh erst nachts. Dummerweise. Geht dann in der Quest. Mal ganz schnell reingucken. Ach, können wir ja auch noch machen. Claptrap hat den Skag entdeckt, der seinen ganzen Wald vollgepinkelt hat. Er will, dass du Pandora ein für alle Mal von der Tyrannei dieser inkontinenten kleinen Pissnelke befreist. Okay, das heißt, es geht wieder um Pisse. Das bedeutet, wir müssen auf die Nacht warten. Okay. Und wag es nicht, den Vogel anzuballern. Hey. Gut, dann machen wir hier kurz den Cut. Genau, da gibt's jetzt einen Cut und wir warten, bis es Nacht wird. Bis gleich. Geisterstunde. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Jung. Und zwar für mich sieht das immer noch gleich aus. Ich bin da mal weg. Ja, ich glaube, es ist auch gar nicht Nacht. Ja, auf jeden Fall wurde wir standen gerade hier rum, haben genommen aus Langeweile den Rakanov angegriffen, der rumgeeiert ist, der jetzt auch immer auf weg ist. Da haben wir auch gar nicht getötet. Hat keinen Bock mehr auf uns. Ja, und dann wurde die Quest dann getriggert halt. Ja, und wir sollen jetzt die Kreatur verfolgen und ich sehe da oben aber eine Pissespur. Obwohl es Tag ist. Weil das ist noch nicht Nacht für mich. Aber egal. Wir haben die ganzen Gegner hier ignoriert, oder? Ja. Der Chickmörder! Euer Blick trügt euch. Was ihr seht, ist nur Täuschung. Der Tod, das bin ich. Wow. Die Sache ist, was sollen wir jetzt hier tun? Angeblich ist das unter uns.
Das, wir müssen gar nicht hoch. Guck mal auf den Questpunkt. Moment, ich kann mal einen hier töten. So. Kartenausgang. Ach so, toll. Wo ist denn hier ein Kartenausgang? Hier vorne links. Oder? Nee, der gilt ja nicht. Guck mal. Guck mal, wo das Symbol ist. Kartenausgang zur Ardorton Station. Hä? What? Wo? Hier hinten? Nee. Ist der Questpunkt falsch? Hat ihr gebackt vielleicht jetzt? Ja, eigentlich nicht. Vor allem so Verfolge die Kreatur. Das soll unter uns sein. Laut Markierung. Da kommt man doch gar nicht hin. Kommt man denn da? Ja, das frage ich mich auch gerade. Das hier sieht nur nach Tod und Verderben aus, hier runter zu gehen. Ja. Ja, das ist ja nicht auf der Map eingezeichnet. Ich würde ja sagen, diese eine Höhle, die wir da gesehen haben, aber ich glaube, aber wenn man, sobald man auf dieses Ding hier drauf springt, stirbt man ja, oder? Willst du ausprobieren? Nee. Nicht. Gestorben. Genug gestorben für einen Tag. Ja. Was ist, wo gehen wir? Hier kommen wir nach Hunters Grotto. Ja, da müssen wir nicht hin. Nee. Ardorton Station. Die Buggy ist hier mit dem Rakanot und so, weil der auch einfach weg ist. Ja, ne, Rakanot hat damit ja gar nichts zu tun. Wer weiß, ob das irgendwie nicht irgendwie dadurch jetzt gebackt ist. Weil der auf einmal weg ist, meine ich nur so. Das ist ja eine ganz andere Quest. Ja, schon, aber. Wer weiß. Beziehungsweise die Quest haben wir ja sogar schon abgeschlossen. Folgt mir mal. Warte mal, vielleicht auch hier oben. Ich guck mal hier oben nochmal ganz kurz. Ich lauf mal außen rum. Hä? Der hat der gespeichert. Da müsst ihr irgendwie die Pisse angucken oder so. Ich hab die ja schon mit dem Fernrohr inspiziert. Ah, guck mal jetzt. Hä? Was? Hä? Ach ne. Hä? Wurde die Quest gewechselt? Da, von mir nicht. Da stand gerade Reise nach bla bla bla. Folge dem Leuchten. Ardorton Station. Auf zum fröhlichen Jahr. Folge dem Leuchten. Hä? Boah, jetzt steht wieder Reise nach Ardorton. Ja, ich hab grad die Quest gewechselt. Weil wir jetzt. Weil Folge dem Leuchten plötzlich da ist, wo die Hauptquest auch ist. Kartenausgang. Auf zu fröhlichen Jagen. Ich glaube, hier ist wirklich was verbuggt. Da ist gar kein Kartenausgang. Ah. Komm mal mit, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Ich habe ja vorher einmal die Quests geguckt und auf zum fröhlichen Jagen, das ist die eigentliche Hauptquest, in der wir uns darum kümmern sollen, dass dieser komische Professor schieß mich tot. Wir brauchen ein Auto. Dass dieser komische Professor Nakayama nicht Jack klont, weil wir keine Jack-Klone wollen. Komisch. Aber ich glaube, ich weiß, wo da der Kartenpunkt vorher war. Vielleicht, wenn wir da manuell hinreisen, vielleicht lässt sich das ja dadurch beheben. Oh. Wer weiß, wer weiß. Der war nämlich da unten. Oh fuck. Bloß weg hier. Bevor wir diese komischen Kugeln abkriegen. Ja. So, jetzt aussteigen. Und jetzt. Rennen wir einfach mal hinterher. Rennen wir einfach mal hinterher. Okay. So, wenn ich mich nämlich nicht irre, dann war der Wegpunkt vorher hier in der Ecke. Da so. Ne, hier ist nix. Hä?
Was ist hier rechts? Ich bin dann mal weg. Vielleicht war der da. Hier ist auf jeden Fall ein unerforschtes Gebiet, was eigentlich auch nicht sein kann. Es wundert mich auch, ich sehe auf der gesamten Map sonst keine Wegpunkte mehr auch. Zwischen Backen. Aber hier sind Lootkisten. Und ein Health-Automat. Aber hier ist nur Müll. Lohnt nicht. Kannst umkehren. Wir müssen zum Auto zurück. Vielleicht einmal das Gebiet verlassen und wieder reingehen. Vielleicht ist es dann wieder normal. Verfassung. Ja, wir können es mal ausprobieren, ne? Ja. Kostet ja nichts. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Old Pukey rennt hier wieder rum und tut Dinge. Ja. Aber ich find's gut, dass der uns in Ruhe lässt, einfach so. Du bist noch hinter mir, ne? Ja. Gut. Folge dir. Unauffällig, hoffe ich. Genau. So. Ja, dann würde ich sagen, wir wechseln jetzt einfach mal das Gebiet und hoffen, dass die Quests danach wieder repariert sind und wir es zu dieser komischen Station können. Oder wir sind einfach nur retarded gerade. Das würde ich jetzt nicht so direkt ausschließen. Wollte es gerade sagen. So. Ich habe keine Ahnung, ob ich gerade den richtigen Weg fahre. Aber ich glaube ja. So. Weil die Hauptquest müsste ja richtig sein, aber die Hauptquest zeigt auch an, dass es hier... Also da kann... Ich bin ja mal zu den Hunters. Ne, hier ist ein Tor, das zu ist einfach. Ich könnte mir höchstens... Ja, genau, das war der Plan. Und einmal raus und einmal wieder rein und dann hoffen, dass es wieder geht. Das kennt man ja, ne? Rein, raus und hoffen, dass alles wieder geht. So. Hunters Grotto. Ein Kommando der... Okay. So, warte. Jetzt M. Jetzt ist der Wegpunkt auf Skylla's Grove. Das ist richtig. Wir haben übrigens eine neue Quest da. Beim... I see. Sir Hammerlock. Oder am... Sonst Brett. Müsst ihr die vielleicht nochmal abbrechen oder so. Nochmal annehmen. Ist immer noch der da, Wegpunkt, ne? Ist immer noch da. Nur warum? Oder ist es wirklich... Das kann doch nicht sein. Übersehen wir hier irgendwas Grundlegendes? Vielleicht? Das kann doch nicht sein. Ist ja auch dieser Pfeil nach unten so. Ja, nur wir kommen ja nicht weiter tiefer. Ja, eben, ich frag ja, warum der da ist. Warum bist du da? Ich weiß es doch nicht. Warte, ich geh nochmal zu der Piste da rum. Hier liegt noch so ein Bootskin, den wir schon freigeschaltet haben. Direkt. Warum? Ich habe das ja irgendwann schon mal gespielt. Das heißt, es muss auf jeden Fall funktionieren. Es sei denn, es ist in der Zeit irgendein Patch gekommen, der die Quest verbuggt hat, aber das glaube ich eigentlich nicht. Man kann auf diesen großen Felsen auch nicht drauf springen. So ohne weiteres. Das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, ist, diesen Weg hier außen rum zu gehen. Vielleicht geht's darunter? Ich weiß es nicht. Um Eiern, for the win. Also hier geht's auf jeden Fall nach unten.
Geht's auf jeden Fall weit nach unten. Der Wegpunkt ist bei mir nicht mehr tiefer markiert. Ich bin auf der richtigen Höhe. So lange laufen. Außenrum. Ja, ich bin richtig. Alter, da muss man aber auch erstmal drauf kommen. Wo denn? Warte, ich zieh dich mit. Du müsstest automatisch mitkommen. Geh jetzt bitte nicht in ein Menü, sonst sterbe ich. Danke. Okay, puh. Was Menü? Nee, bitte nicht. Alter, was eine Geburt. Da muss man aber auch erstmal drauf kommen. Doof gezeigt auf der Map echt. Ja, ich vor allem, ich hatte das ja komplett, das war bei mir auf der Map komplett erkundet, aber Sehr gut! Du hast es in Nakayamas Labor geschafft! Jetzt musst du die Proben von Jacks DNA finden und vernichten! okay, wir müssen Jack DNA vernichten. Das können wir. Ich gehe mal kurz noch Muni aufstocken. Ich habe fast nichts mehr. Bessere Ware findest du Zack, 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 nirgendwo. zack, 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 Dafür zack. habe ich gesorgt. Okay, die Quest war nicht verbuggt, sie war nur schlecht Kein ausgeschildert. Weg. Warte, ich hole mir auch noch Muni. Mach das, wir haben Zeit. Ja. Es ist ein guter Tag, voller Verwirrung ist perfekt. Ich guck mal ganz kurz auf der Karte, wo die der Piss. Okay, der Piss-Gag ist irgendwo. Das heißt, am besten machen wir erstmal die Pisse-Quest, weil aktuell ist es Nacht, eindeutig. Das Na heißt, gut, dann man sieht man das. müsste das auch sehen. Explosivspore. Spore. Ah, wird wohl nichts sein mit dem Respawn. Die Respawn. Ja, beim Claptrap meine ich. Derzeit. Nein, definitiv nicht. Aber damit konnte ja keiner rechnen. Wow. Also ich sehe hier keine Pisse. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wie höchst erbaulich. Wieder Ich schnappt sehe gerade die nur Falle ein zu. riesiges Spawn. Dein Tod steht bevor. Ja, ich versuche zu helfen. Und zwei Stück direkt. Ja, die Explosivspore ist fast down. Jo, ein Crit noch. Und die andere auch. Vorsicht auf die Adds, ne? Granate! Eine Granate! Wow! Wow. Die haben mich gerade von der Seite hart überrascht. Kannst du mich auch hin? Ich verschwinde. Hallo. E. Keine Panik. Danke, Soldat. Da gerade fünfmal drauf gedrückt, nichts passiert. Ah, das habt ihr auch schon. Und die. Warum ist hier alles mit Viechern verseucht? Also die Gegner haben auf jeden Fall Boah, da mittlerweile. gibt's doch gar nicht. So leicht sterbe ich Da. nicht. Gegner haben auf jeden Fall mittlerweile Jetzt mehr hab ich's drauf. doch gar nicht. Doch! Doch, Bei Moped. Voll werbegeschädigt. Ah. Ich muss aber sagen, ich habe schon ewig keine no normale, in Anführungszeichen, Werbung gesehen. Weil ich irgendwie gar keinen Fernsehen mehr gucke. Klar, im Internet das bisschen Werbung, aber ich habe ja generell meinen Werbeblocker und auf den Seiten, auf denen die Werbung erträglich ist, mache ich den immer aus. Also beispielsweise, wenn sich irgendwie ein Pop-up im Hintergrund öffnet, das keinen Ton hat und nicht irgendwie Flash oder so benutzt, weil das leckt dann alles immer im Browser, dann mache ich den Werbeblocker immer aus, weil das stört mich ja nicht weiter. Oder auf YouTube auch. Ah, Weil da da. kannst du ja eh skippen. Ja, irgendwie Die nach 5 Werbung. Sekunden oder so kann man skippen. Finde ich Ja. auch okay, aber ich meine, da unterstütze ich ja die Leute, die den Content machen. Von daher. Ich selber habe ja gar keine Werbung in meinen YouTube-Videos. Hast du Werbung in deinen YouTube-Videos? Ach nein. Ja, zumindest nicht da, wo ich Rechte auf dem Video habe. Aber bei manchen Videos ist ja wegen Sound. Vorsicht! Bei manchen Medizin, Videos. Mann! Gerade wo ich dann Draufballern, draufballern, draufballern! Bin ich immer
importiert habe, so, da ist ja manchmal Copyright drauf. So. Ja, das hatte ich auch schon. Die schalten ja dann Werbung. Kann man ja nichts sehen machen. Ja. Granate! Aber so habe ich eigentlich keine Werbung mehr. Aber lohnt sich ja auch nicht. Super Badass Medizinmann voraus. Hau alles rein, was du hast. Granaten! Ja, halt sie mir erstmal richtig. Einfach weiter drauf, einfach weiter drauf, einfach weiter drauf. Granate! Er ist, glaube ich, weg. Ich glaube, er ist tot. Ja, er ist tot. Alter. Diese Medizinmänner sind echt kein Spaß. Ja, die sind hardcore. Huch. Vor allem einfach... Was? Teufelsmedizinmann. Er kommt direkt auf mich zu. Er hat mir erst mal voll weggeboxt. Draufballern, draufballern, draufballern. Ich meine, solange die alleine sind, dann geht's ja noch. Okay, oder auch nicht. Tarnung! Alter, guck mal, wie down der mich hatte. Mich schon wieder komplett hochheilen. Mach's dir wieder gut. Ich. Puh. Auch so eine Säure-Sniper, die nicht gut, also die weiß ist. Nee. Weiß. Guck mal, hier ist ein explosiver Gastank. Ich sehe Pisse. Ja, eins ist auch. Vorsicht, die fliegen. Und dann musst du weiter wegstehen. Die sind Ziel, fliegen, Ziel suchen. So, hier irgendwo muss der sein. Aua. Ah, das blinkt ja auch schon hier. Aber hier ist auch nochmal Pisse. Super Badass Säure-Sumpf-Skeck. Wo? Da, der kommt auch so. Boah, der kommt direkt auf mich zu. Ach, der hält kaum was aus. Und er ist tot. Hallo. Boah, wer ist schneller? Die ganze Zeit, ja, ja. Es kotzt einen an, ne? Ja. Direkt wieder down. Aha. Heftig. Heftig. Alter. Stimmt ja. Doch endlich. Ja, okay. Na, geht doch. Okay, ja. Irgendwas Spannendes hier? Ich find's echt schade, dass die Revolver rausgenommen haben. Ein Geschütz zielt wieder Richtung Mond. Weil die Revolver habe ich auch gerne benutzt. Die waren immer cool. Weil das ist quasi eine Sniper gewesen mit ein bisschen weniger Schaden. Also in etwa so genau ein bisschen weniger Schaden, aber dafür kann man sie halt spammen, weil die Revolver hatten, glaube ich, fast immer dieses Ziel so schnell, wie du abdrücken kannst oder so. Hast du kann man sie wohl mitgenommen? Oh, nee. Die sammeln wir ja so fleißig. Ja. Da achten wir auch voll drauf. Stechen einen aber immer im Auge irgendwie. Ja, wir haben glaube ich noch nicht. Ach, ich habe das schon entdeckt irgendwann mal. Ah, okay. Oder ich habe es gerade eben aus Versehen entdeckt, als ich gespammt habe. Das kann auch sein. Ja. Okay, Folge im Leuchten haben wir jetzt fertig. Das heißt, wir können uns jetzt endlich um Jacks DNA kümmern. Wir wollen ja nicht, dass Herr Nintendo Jack klont. Keine Ahnung, der Japan-Typ halt. Japaner. Naga irgendwas. Nagasaki. Nee, der nicht. So, hier ist wieder ganz viel Müll. Irgendwie besteht dieses DLC nur aus daraus, dass man nicht. Oh, ich hab hier ein. Ja. Was hast du? Spore! Moment. Ich führe meinen Satz gleich zu Ende. Wenn mir wieder eingefallen ist, was ich eigentlich sagen wollte. Bei diesen Sporen hilft es übrigens, wenn man sich drunter stellt und die dann einfach von
von unten abballert, dann macht man die ganze Zeit Crits. Crit. Ist der Crit real? So, was ich gerade sagen wollte, dieses DLC besteht eigentlich nur daraus, dass man auf dicke Viecher... Okay, daraus besteht eigentlich Borderlands generell, aber... Der Typ ist jetzt nicht wirklich böse. Ich habe hier noch einen schwarzen Fleck auf der Karte. Das ist tatsächlich ein Gebiet, in dem ich noch nicht war. Hier drin so. Entdeckst du auf jeden Fall was. Ja, ach nee, das Gebiet habe ich ja schon. Hey, der Satz, den der gerade gesagt hat, ist neu. Na komm. Ich verschwinde. Ich habe hier einen Medizinmann. Okay. Ich brauche Hilfe. Den Medizinmann kriege ich nicht. Der ist zu mächtig. Ja, ich bewerfe ihn so lange aus der Ferne mit Granaten. Und halte ihm Stunlock. Ich glaube sogar, das sind das zwei Medizinmänner. Nee. Nee. So, hier habe ich... Jetzt habe ich meine Karte hier vollständig. Und wir kriegen sogar noch eine Lootkiste. Mit... Richtiger Scheiße. Hilfe. Da muss man sich gar nicht mehr angucken, das Zeug. Da oben gibt es eine DNA-Probe. Bei... dem wilden Krieger. Der so hustet. Das Coole ist, ich kann mit der... Selbst wenn ich mit der Sniper ein bisschen daneben ziele, treffe ich noch wegen dem Flächenschaden. Flächenschaden ist geil. Da ist einer hinter dir. Oh, ich hab hier geschalten, hast du rausgeschossen. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wo der hinführt. Warte. So. Das Kabel geht hier hoch. Dann da oben rum, dann da, da oben rum, dahin, dahin. Ich glaube, das ist Kilometer weit weg. Oder? Nee, das ist das Kabel hier. Dem folgen wir mal. Ich muss ganz kurz dem Kabel folgen, dass ich es nicht aus den Augen verliere. Ich hab's gefunden. Brauchst du noch Hilfe oder geht's? Er ist down. Okay. Hier ist Loot. Ich guck mal kurz, was drin ist. Wahrscheinlich eh nur Scheiße. Granatenmods. Ein blauer dabei. Den nehme ich einfach mal mit. Der Rest ist Müll. Okay. Haben wir. Ich komme. Ich bin dann mal weg. Oben links bei dir ist diese DNA-Probe irgendwo. Ich glaube, wir müssen hier rein. Keine Ahnung. Boah, guck mal, da gibt es ja 1000 Gegner. Dann sind wir wahrscheinlich richtig. Ich sehe... Oh, yo, wir können sogar schon lange Folgepause. Wir müssten über 30 Minuten haben. Ja, stimmt, wir haben ja schon geköpft. Ja, eben. Aber ich glaube, die erste war nur 3 Minuten. Keine Ahnung. Wir sollten aber trotzdem... Wilder Krieger. Du kannst dir gar nicht. Hier irgendwo ist ein. Wollte gerade sagen, hier irgendwo muss ein Medizinmann sein. Wo ist der? Hier, wo ich bin. Granaten sind unterwegs, der müsste gesnackt sein jetzt. Drauf da. Nice. Wir werden besser im Medizinmänner töten. Ja, einfach Granaten spammen. Ja. Mach mal hier. Ah gut, hier ist eine Probe. Das ist eine meiner geheimnisvollen DNA-Proben. Kern meines unglaublich geheimen Plans, den ihr niemals, niemals aufdecken werdet. Claptrap hat uns schon erzählt, dass sie Handsome Jack klonen wollen. Ich...
Verdammt. Mach mal kaputt. Deine Probe ist zerstört. Ich rieche förmlich bis hier, wie seine Handsomeness stirbt. Wer hat einen meiner DNA-Safes geöffnet? Hallo? Wer war das? So hier, falls du haben willst. Redundant Spiker. Ey. Ja. Hallo. Mein Inventar buggt rum, Moment. Hä? Komisch. Ich musste das jetzt gerade mit Ziehen machen. Oh, die hat ein cooles Visier. Und zielt mega ungenau. Warte. Hier. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Liegt hinter dir. Lilla. Endlich mal wieder was Vernünftiges. So, dann würde ich aber sagen, wir machen hier Schluss, ne? Ja. Wir machen nächstes Mal hier weiter. Dann vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Jo. Tschüss. Tschüss.